Schock im Dauerzustand. Nach dem Anschlag auf die Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray sind viele Franzosen stark verunsichert. Das Krisenmanagement des französischen Präsidenten François Hollande steht unter Beschuss. Fragen nach dem weiteren Vorgehen der Regierung werden laut. In Lyon rief der Präfekt der Region Rhône-Alpes die Menschen zur Ruhe auf. Ich habe Frankreich ein weiteres Mal zur Einheit und Brüderlichkeit aufgerufen. Die Feinde unserer Republik, unserer Werte und unserer Freiheit wollen erreichen, dass die französische Gesellschaft auseinanderbricht. Sie wollen, dass zwischen den Bevölkerungsgruppen und Gemeinden eine Feindschaft entsteht. Genau dagegen müssen wir angehen. Als Einheit mit Brüderlichkeit und republikanischen Werten, geschlossen und mit Entschlossenheit, muss der Rechtsstaat angewandt werden. Ist der Staat in Gefahr? Nicht der Staat oder die Gesetzesmacht sind in Gefahr. Bedroht ist unser republikanisches Zusammenleben. Man muss sehr aufmerksam und wachsam sein und alles daran setzen, das republikanische Zusammenleben zu verteidigen. Das heißt, man muss die nationale Einheit stärken, Zusammenhalt predigen und Parallelgesellschaften vermeiden. Man muss gegen Nationalismus kämpfen, denn die vielen Anschläge bedrohen unsere Republik und ihre Werte. In Frankreich gilt der Ausnahmezustand. Wie geht es weiter? Gibt es noch verschärftere Sicherheitsmaßnahmen? Geht der Staat nun gegen religiöse Stätten vor? Die Notstandsgesetze sehen die Möglichkeit vor, religiöse Orte zu schließen, sollte es weitere Zwischenfälle geben. Das haben wir bereits getan. Hier in Lyon habe ich eine sogenannte Moschee schließen lassen. Wir müssen wachsam sein. Aber vor allem müssen wir wissen, wer der Prediger ist, welche Rolle er spielt und was genau dort vor sich geht. Ich habe diesen Aufruf an die muslimischen Verantwortlichen gerichtet und an ihr Verantwortungsgefühl appelliert. Die muslimische Gemeinde muss uns helfen, unsere republikanischen Werte zu verbreiten und zu verteidigen. Ich strecke ihr die Hand entgegen und vertraue ihr. Die Zukunft liegt vor uns. Kaum ein anderes Land in Europa wurde so stark von Terroranschlägen der IS-Dschihadisten getroffen wie Frankreich. Es beteiligt sich mit Luftangriffen in Syrien und dem Irak an der US-geführten internationalen Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat.